Die Berge und der Zeichenstift sowie die Bildhauertradition der Familie spiegeln sich in Wilhelm Senonas Schaffen. Auf die Skulpturen auf Fichtenholz trägt er Schicht um Schicht von der Jahreszeit abhängige Farben oder Erden, Sägemehl und Leim auf. Ich bin in einer Werkstatt aufgewachsen, wo der Raum mit Werkzeug umgeben war. Also Hammer, Sägen, Feilen, Beile, war alles da. Und die Brüder waren auch Bildhauer. Und so spielend hat man sich mit dem Werkzeug angefreundet. Senona vereint in seinen Werken menschliche Individualität und künstlerische Abstraktion. In der Natur, in Felsen und Bergwänden findet er seine Figuren. Die Hände, das sind gekreuzte Spuren, die man so im Schnee sieht. Und deswegen, die Hand wird immer eher groß dargestellt. Es ist eine Hand, die die Mühe des Alltags darstellt. Jede unserer Handlungen ist von Rhythmus bestimmt. Die Arbeit, die Liebe, das Bergwandern haben ihre eigene Zeitlichkeit. Einfache grafische Elemente und das Spiel mit Licht und Schatten verleihen den massigen Körpern Lebendigkeit. Die Skulptur, Labi, wächst aus der Linie. Die Linie steigt und dann fällt sie. Und das hat mich so geprägt. Also die Linie, die Kante, die Härte vom Felsen. Die Linien Wilhelm Senonas sind unverkennbar. Seine Figuren sind Ausdruck von Lebenskraft. Die Ausstellung Der Rhythmus des Seins im Typak Center in St. Ulrich ist noch bis 20. Oktober zu besuchen.